Hallo zusammen, ich bin Sabine vom Ghost Hunter Team Ruhrpott. Zusammen mit unseren Partnerteams Ghost Hunter Team Nordhessen und Frank vom paranormalen Duo Petra und Frank waren wir im Hürtgenwald zu einer Tagbegehung mit kleiner PU unterwegs. In diesem Video sind wir weniger auf die PU eingegangen, sondern mehr auf unsere Vorbegehung, auch Location Scouting genannt. Warum der Hürtgenwald, das erklären euch jetzt Jörg und Alex in einem kleinen kurzen Video. Hallo zusammen, heute sind wir mit unserem Partnerteam Ghost Hunter Team Nordhessen und Frank im Hürtgenwald unterwegs. Hürtgenwald zieht sich an der Linie Aachen-Dürren entlang. Zum Ende des Zweiten Weltkriegs fand genau hier die blutigste Schlacht auf deutschem Boden statt, zwischen dem Deutschen Reich und den Vereinigten Staaten. Die Schlacht zog sich von Oktober 1944 bis Februar 1945 unter dem Namen Allerseelenschlacht hin. Bei der Schlacht sind 28.000 Menschen gefallen. Durch das Öffnen der Talsperre ist die Ruhr, das ist ein Fluss, aber ohne Haar, angestiegen und hat die Alliierten 14 Tage lang aufgehalten, also hat das Ganze nur verzögert. Darum sind wir heute hier an diesem geschichtsträchtigen Ort. Uns sind Geschichten über diesen Ort zu Ohren gekommen, die unser Interesse geweckt haben. Zum einen die tragische Geschichte, die sich hier abgespielt hatte. Sei es über Fernseh, Video, Bilder und soziale Medien. Es wurde immer wieder berichtet, dass man Kampfgeräusche hört und vereinzelt Soldaten sieht. Auch ist es einem anderen Ghost Hunter Team gelungen, zwei eindrucksvolle Bilder hier zu machen. Wir wollen dem Ganzen gemeinsam nachgehen und diesen Ort sichten für weitere paranormale Untersuchungen. In diesem Sinne, was ist paranormal? Genau. Hier kommen wir zu einem kleinen Videomitschnitt. Leider ist es sehr schwer zu erkennen, wie unser Paraskop vor einem Bunker ausschlug. Auch hatte unser K2 dreimal schwach angeschlagen. Wird ja wieder ausmachen, aber. Ah, ist an? Ja, kommt zu mir. Hier ist er. Der ist aber eilig. Hier kommen wir zu einem EVP, das Frank mit seinem Zoom H1 aufgenommen hat. Die Auflösung dazu gibt es wie immer am Ende des Videos. Kommen wir nun zu ein paar Interviews über die Eindrücke, die dort gesammelt wurden. Wir bedanken uns bei allen, die an diesem wunderschönen Tag mit dabei waren. Es hat uns einen riesen Spaß gemacht, das war es auch schon. Jetzt wollen wir euch auf eine Video- und Bilderstrecke mitnehmen. Danach gibt es noch die Auflösung der EVP. In diesem Sinne, was ist paranormal? Hi Chrissy! Hi! Ihr hattet jetzt gerade was am Bunker erlebt? Ja, und zwar haben wir ein Bellen gehört. Und keiner von uns war es, also nicht mal die Hunde von uns, die hier sind. Wie verhalten sich denn eure Hunde, die ihr dabei habt? Also Tori, die ist mit reingegangen, war kein Problem. Aber Barney, der hatte schon, also so habe ich den noch nie erlebt, richtig Angst. Also der hatte richtig Panik, da überhaupt reinzugehen. Okay. Und ist auch so einen Meter ungefähr davor stehen geblieben. Okay. Also weiter nicht. Clemens, was kannst du dazu sagen? Naja, eigentlich im Endeffekt dasselbe. Barney hatte einen Ausgang fixiert und dann im Nachhinein schnell wirklich den Blick gewechselt nach oben, dann von oben nach rechts schnell und dann kurz auf die Schießscharte und dann wieder den Eingang. Okay, danke dir. Ja, ich danke. Nina und Sabine, wie sind denn eure Eindrücke vom Hürtgenwald? Ja, ziemlich bergig, ne? Nee, so an sich sehr schöne Gegend hier. Die Bunker, ja gut, man konnte jetzt nicht in alle rein. Ich wäre auch sowieso nicht in alle mit reingegangen, davon abgesehen. Und ansonsten
Hast du denn schon was erlebt hier? Nein, eigentlich gar nichts. Also ich habe es hier als sehr ruhig empfunden. Okay, Nina? Ja, also ich finde es schon spannend hier. Also es ist schon schön hierher zu laufen und auch mal so in die Bunker, die denn dann offen sind, reinzugehen. Ja, gerade hatten wir mal so eine Kleinigkeit, wo es wirklich kalt wurde, wo wir so ein paar Sachen angesprochen hatten, der Frank und ich. Und im Bunker unten. Ich habe auch einen Luftzug über das EVP-Gerät gehört, quasi, als wenn jemand an mir vorbeilaufen würde. Okay. Ja, und einfach so zwischendurch immer so aus dem Augenwinkel oder so, dass man wirklich denkt, irgendwo huscht da gerade was her oder da sitzt einer und beobachtet dich. Okay. Also das fand ich schon nicht schlecht. Danke, ihr zwei. So, Jörg, jetzt haben die anderen so alle erzählt. Was hast du denn so erlebt? Ja, also erstmal zu dem Gebiet selber. Wir haben heute sehr viel Glück mit dem Wetter. Also es ist wirklich nicht zu warm, nicht zu kalt. Wir sind jetzt am letzten Bunker hier. Machen wir jetzt gleich auf den Rückweg langsam Richtung Autos. Was habe ich erlebt? Zum einen hatte ich einmal auf dem Weg so wie so einen geschichtlichen Blitz, ein Echo gehabt. Wir nennen es Echo. Wo ich links hochgeguckt habe auf so eine Anhöhe, habe ich ein MG-Nest gesehen mit zwei Soldaten drin. Ich würde sagen vom Helm her Deutsche. Es war aber auch nur wie so ein ganz kurzes Aufblitzen gewesen. Also ganz kurz und wieder weg gewesen. Mhm. Und ich habe das Gefühl, also ich habe auch sehr oft das Gefühl, dass wir von manchen Seiten her beobachtet werden und dass auch zwischen den Bäumen ab und zu mal was durchhuscht. Ja, das wird dem Hürtgenwald ja auch nachgesagt, ne? Genau. Messtechnisch hatten wir an dem anderen Bunker Paraskop-Ausschläge gehabt. Mhm. 3-4 Mal, glaube ich, war es insgesamt gewesen. Ja. Ich selber hatte da einen K2-Ausschlag gehabt. Aber auch nur auf 2, also was ganz Schwaches eigentlich. Es war aber niemand in der Nähe, Handys waren bei uns soweit aus gewesen, bis auf das von Nina, aber die war weit genug weg gewesen. Und es war auch kein typischer K2-Handy-Ausschlag gewesen. Ja, das war's eigentlich. Gut, dann bin ich ja mal gespannt, ob wir dann irgendwie auch was eingefangen haben mit den Bildern. Werden wir sehen. Wir haben ja dieses Mal nur Bilder und ein bisschen Videomaterial. Mhm. Also EVPs haben wir gar nicht gemacht heute. Die hat der Frank gemacht mit seinem H1. Und mal gucken, ob der Frank was hört. Also er sagte, er hatte ab und zu mal schon was drauf gehabt. Okay. Müssen wir mal gucken. Na dann, vielen Dank erstmal. Dann machen wir das. Hallo Frank. Ja, kannst du gerne. Erzähl du doch mal so ein bisschen von den Eindrücken vom Hürtgenwald. Ja, spannend. Spannend auf jeden Fall. Leider konnten wir nicht in alle Bunker rein, weil da einige Wicklungen verschlossen waren. Muss aber auch neidlos zugestehen, dass die Bunker mich jetzt nicht so reizen, wie, sag ich mal, dieser Kessel rund um die Bunker. Mhm. Hier ist einiges an Bewegung. Ich denke, dass das viele Echos sind oder so Zeitblitze sind, die halt mal da sind. Und wir haben jetzt gerade in einem Bunker jetzt mehr oder weniger eine kleine Session gemacht. Ein bisschen provokant geworden, um da wirklich was rauszukitzeln. Aber ich sag mal, wer mich kennt, der weiß, dass ich das gerne mache. Mhm. Ja, und das, sag mal, mit Temperaturunterschieden, die recht schnell da waren, in einem Raum, wo sonst gar kein Wind war, dann Windzüge drin entstanden sind. Okay. Sind jetzt mal gespannt, was auf dem EVPs läuft. Also wir haben es mit dem Zoomer aufgenommen, mal gucken, was jetzt dabei rumkommt. Anzeigen auf Geräte wie K2 kam jetzt gar nichts unten. Naja, warten wir einfach mal ab. Also wie gesagt, groß und ganzen ist der Hürtgenwald wirklich ganz interessant. Ich würde auch gerne nochmal wiederkommen, das auf jeden Fall. Aber dann wirklich mit einer super Ausarbeitung, wo man wirklich sagt, da und da sind noch gewisse Sachen. Es gibt hier noch einen Bunker, das ist der Ochsenkopf. Der wird mich auch noch reizen. Ja, den kann man ja vielleicht beim nächsten Mal reinbauen. Ja, schauen wir doch mal. Ja. Dann bedanke ich mich erstmal bei dir. Gerne. Und für deine Eindrücke. Danke. Bis zum nächsten Mal. Jo. Tschüss. Ist hier irgendjemand anwesend?
Alex ist ja schon drin. Kommen wir jetzt auch mal zu dir runter. Bitte, 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 flutsch nicht weg. So, guck mal. Vielleicht möchtest du ja jetzt mit uns reden. Hm? Kannst du uns sagen, was das hier für ein Bunker war? Okay, wir kürzen das ab. Wollt ihr, dass wir gehen? Ja oder nein? Kurze Frage, kurze Antwort. Kannst du das bitte lauter sagen? Bist du hier unten erschossen worden? Wenn ich mir so die Einschüsse hier in der Wand anschaue. Hast du aus dieser Anlage selbst geschossen?